Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier bei Abenteuer-Brettspiele. Diesmal mit einem Spiel, auf das ich mich schon sehr gefreut habe, nämlich Cascadia, was ich freundlicherweise als kostenloses Rezensionsexemplar von Flatout Games bzw. AEG bekommen habe. Das ist die englische Version, weil es noch keine deutsche Version davon gibt. Es war ein Kickstarter. Ja, und Cascadia ist wieder ein sehr schönes Lege- und Wertungsspiel. Und Flatout Games hat ja doch einige schöne Spiele bis jetzt herausgebracht, auch Kalika zum Beispiel. Und deswegen war ich auf Cascadia durchaus gespannt und möchte mit euch zusammen einfach mal da reinschauen, was bei Cascadia so dabei ist. Dann machen wir mal die schöne Box auf. Sieht auf jeden Fall wieder sehr schick aus, schöne Gestaltung und zeigt gleich, wohin es thematisch geht. Denn es geht eben in dieses Gebiet Nordamerikas, das halt Cascadia heißt und wo wir halt diverse Tiere finden, die es halt dort gibt und die sind halt auch im Spiel dabei. Aber erstmal schauen wir hier in die Anleitung mit rein. Ja, hier sieht man die erstmal ein bisschen Erklärung über die Region Cascadia. Hier sieht man auch, die geht halt British Columbia, Kanada und dann aber auch hier oben Oregon, Washington wahrscheinlich hier oben und andere Bereiche eben lang. Dann hat man hier die Spielkomponenten, das sind 85 Plättchen. Zudem 25 Keystone-Tiles, halt bestimmte Plättchen, die dabei sind, dann 5 Starter-Plättchen, die so aus 3 Einzelplättchen zusammengesetzt sind jeweils. Dann haben wir 100 Token für Tiere, jeweils 20 Bären, Elche, Fische und so weiter. Dann haben wir Wildlife Scoring Cards 21, das sind halt die Wertungskarten, die am Ende uns Punkte bringen. Nature Tokens, die für irgendwas nochmal dabei ist und ein Beutel und noch ein Wertungsblock. Dann sieht man hier das Setup, wie wir das halt aufbauen. Das ist eigentlich relativ schnell gemacht. Je nach Spieleranzahl haben wir halt eine bestimmte Zahl von diesen Plättchen mit drin. Ja, und hier sieht man dann nochmal Beispielaufbau für 3 Spieler, wie das halt hingelegt wird. Und der Witz bei dem Spiel ist halt, dass wir immer so eine Auslage haben aus so einem Landschaftsplättchen, was hier auch mehrere Landschaften beinhalten kann. Und darunter entsprechend jeweils zufällig dann auch noch ein Tier-Token. Und wir können dann draften oder können dann gucken, okay, welche von diesen Kombinationen nehmen wir und müssen damit unser eigenes Habitat halt aufbauen. Und das wird halt hier ein bisschen erklärt, die Runden-Summary, die Runden-Zusammenfassung, wie man halt diese 4 Optionen wählt. Dann was passiert, wenn zu viel von demselben sind, dass man die halt ersetzt zum Beispiel. Und entsprechend dann braucht man bestimmte Wertungen, denn diese Karten, schauen wir uns ja gleich nochmal an, die geben halt für bestimmte Muster, für bestimmte Zusammenhänge, aber für bestimmte Arten, wie die liegen, gibt das dann am Ende Punkte. Genau, und dann wird hier ein bisschen was erklärt und das war es eigentlich schon. Nochmal ein Überblick und dann gibt es hier schon das Scoring, das heißt, wie gewertet wird, sowohl im Mehrspielerspiel als auch im Solospiel. Machen wir mal eine Beispielwertung. Der Solo-Modus wird nochmal erklärt und es gibt Varianten, die dabei sind, die dann wahrscheinlich ein bisschen einfacher sind. Oder eine Variante, die ein bisschen einfacher ist für Familien. Und dann werden die einzelnen Wertungskarten nochmal erklärt. Aber das Spiel ist sehr sprachneutral. Also wie gesagt, die Anleitung und die Wertung, gut, das muss man einmal erklären, dann ist das okay. Auf den einzelnen Token etc. Plättchen ist da nichts drauf. Dann gibt es noch Achievements. Das machen ja mittlerweile doch häufiger Spiele. Da kann man halt bestimmte Achievements freischalten. Und beziehungsweise Szenarien, um mit bestimmten Dingen zu spielen und bestimmte Punkte zu erreichen. Finde ich immer eine schöne Sache für jemanden, der das wirklich sehr, sehr mag. Hier nochmal eine Zusammenfassung. 25 Achievements für das normale Spiel. Dann gibt es noch ein paar Regeleinschränkungen. Und hier gibt es dann, finde ich auch schon schön, nochmal eine Erklärung der 5 Tierarten und der 5 Regionen, Landschaftsarten, dass die nochmal halt vom Hintergrund her erklärt wird. Also auch wieder sehr, sehr interessant und sieht gut aus. Da haben wir schon die ersten Standsbögen und ja, hier sieht man halt, dass das eben solche 6-Eckchen Plättchen sind, die man einfach hier rausholt und dann hat man hier, ups, scharf, da hat man halt hier so ein Bär drauf zum Beispiel, das dürfte ein, ja, ist eine gute Frage, da sieht man halt, was da drauf kann, ne? Also hier sieht man halt, welche Tierart dort hingelegt werden kann. Hinten ist nichts drauf, die liegen dann wahrscheinlich so aus, bevor sie gezogen werden. Und dann hier sieht man auch hier unten zum Beispiel, das ist halt so ein Startplättchen. Und diese Startplättchen, die haben halt 3
Sechseckplättchen, haben auch schon diverse Regionen drin, sind hier auch ja, nicht passend zueinander. Einfach damit man ein bisschen Auswahl hat, alle Landschaften halt drauf hat und damit auf loslegen kann. Und ja, hier sieht man dann auch, dass man zum Beispiel links drei verschiedene Arten hinlegen kann. Hat auch keine Rückseite. Ja, und da gibt es halt eine ganze Menge. Dann gibt es noch diese Token, wobei ich jetzt gar nicht weiß, wofür die sind, aber das wird sich dann schon ergeben. Ja, und da gibt es halt eine ganze Reihe davon, von diesen Stanzbögen, weil es natürlich eine Menge Plättchen sind. Und überall sind halt diese Landschaften und Tiere drauf, sodass dann eben die eigene Landschaft entsteht und man legen kann. Was hier auch sehr schön ist, diese Tiere sind halt keine Papptoken, sondern sind halt Holzmarker. Und das kann man hier schön sehen, dass die halt eben einerseits bedruckt sind mit den entsprechenden Tieren, aber eben auch farblich zu unterscheiden. Das heißt, sieht toll aus, es ist sofort erkennbar, aber auch für Personen, die eine Farbschwäche in irgendeiner Form haben, dann sind zumindest die Abbildungen dann der Tiere eindeutig. Hier hat man wahrscheinlich den Elch. Ja, genau. Also die sind dann alle drauf. Hup, und alles fällt runter. Abgebildet. Und davon gibt es halt wirklich eine ganze Menge. 100 waren es, glaube ich, ne, wenn ich mich erinnere. Und dann gibt es hier einen Beutel. Der sieht relativ groß aus. Das freut mich. Manchmal sind die Beutel ja so klein, aber hier kommt man sehr bequem rein, wo man dann wahrscheinlich die Tiere rauszieht, könnte ich mir vorstellen. Und ein paar Zipbeutel, das ist immer ganz gut. Dann haben wir hier den Wertungsblock. Da sieht man einfach, was die Wertung ist. Dann sind das die Wertungen, Wertungskarten, die da oben gewertet werden, noch irgendwelche zusammenhängende Plättchen. Da muss ich mir mal anschauen, was da genau gewertet wird. Aber das ist ja hier dabei auch immer gern genommen, weil es natürlich die Sache vereinfacht. Ja, und dann schauen wir mal hier uns noch diese Wertungskarten an, die hier dabei sind. Die haben ein schönes, großes Format und die sehen auch schick aus. Könnte natürlich ein bisschen Grünes dabei sein, müsste man mal sehen. Aber hier sieht man zum Beispiel den Grizzlybär, der hier abgebildet ist. Und dann sieht man hier unten die ja, Paare, Mating Pairs will man da sammeln. Und man will halt Paare sammeln, die zusammenliegen, aber ringsrum halt keine weiteren Bären. Die müssen wirklich so abgeschlossene Paare sein. Und je nachdem, wie viel man hat, ein Paar, 4 Punkte, okay, aber 2 schon 11, 3 19 und 4 sogar 27. Ja, cool, das ist natürlich sehr interessant. Hinten ist nichts drauf, das ist halt einfach nochmal eine kurze Illustration. Dann gibt es auch noch andere Wertungskarten mit dem Bär, mit der Mutter und ihren Kindern sozusagen. Da gibt es halt genau dasselbe, nur mit 3 Bären. Ja, auch interessant. Und da steht auch Any Shape, das heißt, die Form muss nicht der entsprechen, sondern die müssen einfach nur 3 zusammenlegen. Das sieht dann bei anderen anders aus. Dann gibt es nochmal hier einen Grizzlybär. Also es gibt dann für jede Tierart verschiedene, wahrscheinlich für jedes Tier dann immer eine Wertungskarte dabei. Das macht auch Sinn. Und hier hat man eben Families, die man sammelt. Und man möchte hier halt ja, für ein Group Size, wenn man einen einzelnen Bär, kriegt man 2. Und für ein, wenn man 2 hat, gibt 5. Und wenn man das Dreier hat, gibt es 8 Punkte. Und wenn man alle 3 sogar hat, dann gibt es sogar nochmal 3 Bonuspunkte. Ja, und so ist das halt eben mit den anderen Tierarten auch. Ich gucke mal bei den anderen Tierarten. Haben wir zum Beispiel hier bei den Elchen, haben wir zum Beispiel das Einelch in einer Reihe. Lines steht auch da. Also, wir müssen schon eine Straight Line haben, eine gerade Linie. Einer bringt 2, dann 5, dann 9 und sogar 13. Und dann gibt es aber auch hier Formations. Das heißt, hier ist es dann eben bestimmte Formationen. Aber hier müssen die auch so sein. Wobei hier wieder bei den Roosevelt Elks ist es dann wieder so, Herden, das heißt, je mehr ich habe, ja, umso mehr Punkte bringt, also wirklich richtig 4 und 28, da ist aber die Form egal. Ja, spannend, spannend. Dann gibt es hier, der Fuchs ist ja ein Jäger und da bringt man natürlich, kriegt man besonders viele Punkte, wenn man Tiere, andere Tiere ringsrum hat, unterschiedliche Tiere. Das heißt, hier sind also abgebildet 5 Tiere, die anderen Tiere ringsrum unterschiedliche Tiere und dann gibt es sogar hier bis zu 5 Punkte und da kann man natürlich mit jedem Fuchs das irgendwie schaffen. Was haben wir hier? Ach ja, Paare, die nebenbei sind, also sieht man auch immer 2 von denselben und da gibt es auch dann entsprechend viele Punkte und mehr, die sind halt alle ein bisschen anders und hier auch, also Solitary, die Vögel allein. Je nachdem, wie viel davon, die man wirklich allein ringsrum, keine anderen Vögel, gibt es auch viele Punkte.
Dann hat man aber Connected. Ne? Man darf halt eine direkte Sichtlinie zu einem anderen Adler haben. Okay. Oder Hawk. Ich weiß gar nicht, was Hawk ist. Ist das der Falke? Ja, die dann halt hier eine Sichtlinie haben müssen. Und die Sichtlinie besteuert mit Sicherheit, dass da nichts dazwischen sein darf an anderen Tieren, könnte ich mir vorstellen. Genau. Dann haben wir hier auch noch der Red-Tailed Hawk. Der bildet ein Netzwerk, sodass man auch hier ist wiederum das die Sichtlinie auch quasi über andere Tiere hinweg. Ist ja interessant, dass man das ist eine recht komplizierte Wertung, wo man gucken muss, ob die Sichtlinie haben und nur between two non-adjacent hawks, also die dürfen nicht nebeneinander halt sein. Und dann haben wir noch die Summons und die haben hier im Long Run, da geht, glaube der Shape ist hier nicht so wichtig, würde ich sagen, wobei ich mir steht hier nicht da, any shape, aber hier geht es halt nur daran, wie viel man hintereinander hat. Genau, das ist dann natürlich bei 7, 25 Punkte richtig ordentlich. Und was haben wir denn noch? Ja, auch zum Beispiel sowas. Families, das heißt, je größer die Familie ist. Und das ist halt so, dass immer nur eine Wertungskarte von den Familien drin ist. Oder von den Tieren drin ist. Und dann haben wir noch die Familienvariante. Da gibt es halt nur diesen Wertungsblock. Und dann kriegt man halt einfach für die Gruppengröße Punkte. Das macht es natürlich in der ersten Partie ein bisschen einfacher. Ja, das war mein Unboxing von Cascadia, einem interessanten Drafting- und Legespiel von Randy Flynn. Die Illustration bei Beth Sobel sieht auch sehr schön aus, gerade die Karten gefallen mir sehr gut, aber auch die Plättchen sind sehr gut erkennbar, sind deutlich gezeichnet, das finde ich immer gut, das ist wichtig, dass man das sehr gut erkennen kann. Ihr könnt ja mal einen Kommentar hinterlassen, ob das ein Kickstarter ist, wo ihr mitgemacht habt, was ihr generell von solchen Legespielen erhaltet, die Punkte machen, ja auch wenn ihr vielleicht Calico gespielt habt, was ja auch von Flatout Games war, was mir auch sehr gut gefallen hat. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn ihr mal auf abenteuerbrettspiele.de vorbeischaut. Dort findet ihr eine Menge Informationen rund um Brettspiele, Toplisten, Interviews, Reviews, News, Vorschauartikel, auch meinen wöchentlichen Podcast zum Beispiel und vieles mehr. Das war's für heute und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann!